Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Mein ich Gott, drücke dir die Daumen, diese Kombi. Danke, Vincenzo. Mann, Tom hat schon wieder so pädophil. Steht er auf alte Säcke oder was? Also dann nicht pädophil, da steht einfach nur auf... Der ist schwul. Nein. Komm mir hier eigentlich zu fett. Komm nicht vorbei. Das habe ich schon mal probiert. Du hast nichts für uns, du Vollidiot. Ne, Vollidiot. Mann, ey. Was nehmen wir? Irgendwas Kleines, Unauffälliges. Nehmen wir den irgendwas. Der Langsamste ist nicht der Schnellste. Ist doch super. Los. Wir haben beinahe schon wieder gegen die Treppe gefahren. Und versucht bei reichen Leuten lädt. Einen Moment mal, ich schreibe gerade diesem Idioten hier, der mir... Der ach, macht zu viel nebenbei. Gut, dann auf geht's. Mit unserem tollen Ulva und schon wieder falsch. Ah, beinahe wollte ich F2 drücken, hätte die Aufnahme abgebrochen. Nicht so gut. F5, besser. Wie Billy die 6 da auf diesem Schild korrigiert wurde, weil es eigentlich 40 heißt. Das finde ich so ein bisschen schade. Gerade ein bisschen abgelenkt, weil alles hier um mich rum nervt, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht hört. Oh, was ist... Ja, das passiert dann eben. Okay, ich habe jetzt keine Lust auf Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaube, hier sind sowieso keine Bullen. Und der Wagen kann doch schon was erreichen, oder nicht? Findet ihr nicht? Warum ich den genommen habe, er gefällt mir, aber nicht so... Oh, doch, da sind Bullen. Oh. Ja, der gefällt mir nicht. Ja, es geht. Und deswegen, wir können einen sehr viel besseren Wagen kriegen hier in diesem Part. Einen sehr viel besseren Wagen, den wir sonst erst Ewigkeiten später kriegen oder möglicherweise gar nicht kriegen. Ja, so viel dazu. Komm, jetzt fahr ein bisschen schneller. An 45 dackelt er hier hoch. Aber wenigstens fahre ich vielleicht schneller runter. Was ich unlogisch finde, sowieso hier die Bullen mit ihrem Schubert Extra 6 bla bla da viel schneller als haben wir, keine Ahnung, Luxuskarosserie hier. Nehmen wir den Wagen ja doch in freie Fahrt, sind wir genauso schnell. Oh ja, so viel dazu, dass der Wagen naja mit seiner ergodynamischen Karosserie kann er doch schon gut abfedern, wie ich gerade mitgekriegt habe. Okay, fahren wir die Abkürzung. Viel kann uns nicht passieren. Zum Not nehmen wir die. Ja, Schrottwagen. Ja, wir fahren die Abkürzung. Ich mache mir da einfach mal Spaß raus. Hui! Heilige Scheiße. Leute. Ist mir das nicht schon mal hier passiert? Und dann habe ich mich auch hier hingesetzt und den war das Ding so richtig gammel kaputt gehauen, bloß dass es nicht auf meinen Kopf gefallen ist, sondern nach unten. Mensch, ey, ich wäre mit dem Wagen echt gerne weitergefahren. Ich will ja meinen Fuhrpark eigentlich mit allen Autos bestückt haben. Ihr wisst ja aber, dass ich den hatte. Also von daher... Ja, wenn hier jetzt kein Wagen kommt, dann müssen wir wohl oder übel zu Fuß laufen, nicht? Ah, das gibt's doch nicht. Sag mir nicht, dass keine Autos fahren hier in der Nacht. Ist denn das so eine Stadt? Grund auf verdorben. Naja, okay, nach hier hinten würde auch kein Auto fahren. Das ist nämlich nur so ein Gammelpuff-Puff-Ort hier. Ja, diese Laptop-Touch-Pad-Pen-Zeugs da, das geht mir gerade offen. Gut.
Der biegt natürlich ab. Super. Ganz große Klasse. Da steht einer. So ein Gammelzeugs. Ein Bolt 8 Vorder. Müsste das sein. Können wir ja relativ schnell knacken. Und ob das dahin jetzt Bullen waren? Ach, wusste ich doch. Ein Bolt 8. Ja, gut. Wir sind ja gleich da. Und nein, da spielt eine Ding gelingen, wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse. Ich mache mir voll Panik und schon wieder. Okay, hier müssen wir sein. Ja, da steht er doch schon. Kein anderer ist so komisch angezogen wie Italiener und heißt selber Tor. Wo steig ein? Oh, ich wollte so ganz cool hupen und du rennst einfach so los. Abend, Chef. Machen wir uns auf. Gut. Wo geht's denn hin? Abend, Chef. Machen wir uns, also kann ich gar nicht reden. So, du knackst also jeden Safe im Land, was? Fast jeden, Chef. Fast jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Ich will's können. Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Opa. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. Den Zug. Ich glaube, Tom hat das gerade gar nicht so richtig interessiert. Er wollte nur wissen, hätte ich sagen können, durch mein Opa, ganz einfach. Und dann hättest du das Gespräch beenden können. Böser Salvatore, schäm dich, geh in der Ecke. Oh, wie fahre ich hier eigentlich gerade? Wie so ein Vollhorst. Wie so ein Deadman. Ja, gut. Och, nö. Bitte nicht. Hey, ich bin müde. Das tut ja jetzt nicht gerade gut hier. Salvatore, kannst du den nicht für mich bezahlen? Du bist nicht gerade gefahren und du bist bestimmt in der Hand. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe. Warum muss ich den jetzt fallen lassen? Ich will den wieder aufheben. Ich brauche den. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt, ich hoffe, nicht, das wieder kommt nicht wieder vor. Damit meine generen Zeugs da, wie ich schon mal gesagt habe. Oh. Ja, immer wenn ich cool tun will, ist das Script von denen schon beendet. Von diesem Ein- und Aussteigen, da sind sie blockiert. Ja, Salvatore, ich fahre auch ohne dich los. Ich krieg das sicher auch ohne dich hin. Zur Not spreng ich das Teil. Ja, und hier fahren wir jetzt übrigens die Todesstrecke, wie ich sie gerne nenne. Denn auch mit diesem Wagen, der gar nicht so schlecht ist, kommen wir hier nicht hoch. Kommen hier sogar schlechter hoch als der, was ich gar nicht verstehe. Schaut das euch an, Leute. Schaut das euch an. Wir sind auf beinahe auf 15 km/h. Wir fahren ja im ersten Gang voll kuppelig. Eigentlich irgendwie. Jetzt auf manuelle Brücke. Wie schalte ich denn? Ach, egal. Hier sind wir gleich oben und das hört sich nicht so gut an mit dem Motor. Egal. Und hier sind wir. Das ist ja aber komisch. Hier waren wir ja lange nicht mehr. Schon wieder dieses komische Schild. Ja, ich war 10.000 Kilometer von dir entfernt und du zickst da rum hier. Mal schön deinen Mund festhalten. Das gibt mir gar nicht mehr. Das gibt dir gar nicht mehr. Schon wieder rede wie so ein Bekiffter. Egal. Ich fahre erst recht. Okay, und hier muss die Hintertür sein. Super. Salvatore, dann. Okay, da wären wir. Ja, ich glaube, er kann selber gucken, Tom. Mann, bist du mir hier einer. Hat der Anni immer die gleichen Schuhe an, frage ich mich gerade. Knapp das. Kriegst du es auf, Salvatore? Werd's versuchen, Chef. Haha. Ich glaube, töten können wir ihn sowieso nicht. Whee, ja, jetzt mach die Tür auf. Fehler. Ach komm, mach weiter. Alles klar, Chef. Da sieht man ja, wie toll er das kann, während er gar nichts macht. Bitte warten und hier beenden wir das erstmal unseren Part. Bis zum nächsten Mal. Besuch bei reichen Leuten. Sashimi Sprite, haut rein. Hallo und willkommen zurück zu... Genau, was ich dir sage. Let's Play Mafia. Sei leise und tu ganz genau, was ich dir sage. Ja, keine Ahnung, ich muss im Moment immer alles nachsprechen, was der hier sagt, weil ich das so toll finde. Und der leckt gerade wieder. Voll ohne Grund. Gut, wir sind hier in der Villa angekommen.
Und ich muss jetzt automatisch leider resen. Ja, mein Deutsch schon wieder in meinem gammeligen Gehirn. Um hier nicht aufzufallen, weil sonst falle ich ja auf. Wenn ich auffalle, falle ich auf. Das hat gewirkt. Ja, was hat das gewirkt? Keiner kommt. Ja, wieder der Sinn des Spieles hier. Ich glaube, der hat ja eine Pumpgun. Ach ja, der hat einen Schlüssel verloren. Supi. Doch, da hinten kommt ja plötzlich einer angerannt, wie so ein Idiot, glaube ich. Ja, da hinten. Gut, dann warten wir mal. Vielleicht können wir den ja eine überziehen und dann ist da hinten noch einer und dann müssen wir da rein, um die Dokumente gegen unsere Familie zu holen. Warum der auch rennt, keine Ahnung. Sondern sieht er aus wie so ein Vollidiot. Genauso wie Joe, der Idiot. Braucht Ewigkeiten, um das Licht anzumachen. Das ist auch schon voll idiotisch. Okay, der ist tot, würde ich mal so sagen. Und wir wollen den da eigentlich nicht zu weit in den, keine Ahnung, was laufen. Wo haben wir denn jetzt unseren schönen Salvatore versteckt? Wir machen das Licht einfach wieder aus. Warum er das jetzt doppelt sagt, das macht schon wieder keinen Sinn. Hä, wo ist er hin? Salvatore, wo bist du? Ach, da bist du. Gut. Mir nach. Mir nach. Redet wie so ein weiß ich nicht. Polski. Gut. Ich glaube, dürften uns nicht sehen. Die blabbern gleich wieder irgendwas. Gestern hat mich so ein Irre in der Bar angerempelt. Echter Hundesohn. Und ich sag zu ihm, hey Mann, was soll denn das? Und der Bastard. Tolle Geschichte. Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Er hat auch so eine tolle Stimme und da oben steht einer, deswegen müssen wir aufpassen. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden, deswegen können wir jetzt rein. Und wir haben ja keinen auffällig getötet. Betonung liegt auf auffällig. Falsches Zimmer. Und das Problem ist, hier ist so eine blöde Putze. Wenn die uns sieht, dann rennt die so und das ist falsch. Dann rennt die so und so. Ah! Und dann, ja. Dann sind wir tot. Dann kommen alle und so, ja. Oh, der schon wieder mit seiner Rolle hier. Okay, wir müssen richtig sein. Und die Putze ist nicht hier, das ist sehr gut. Ich mach einfach mal das Licht an. Vollkommen idiotisch von mir, aber egal. Ganz schnell, ganz schnell. Und zum Safe. Ja, das ging ja einfach. Jetzt zeig mal, was du kannst, Salvatore. Okay, Chef. Und wir hoffen, dass der Stadtrat nicht wiederkommt. Aber das wäre ja jetzt auch schon zu schwer gewesen, wenn er jetzt noch wiederkommt. Er fummelt da wieder in diesem tollen... Ja, ich wollte schon wieder mein tolles Wort sagen. Textuierten. Das Wort, was es mal wieder nicht gibt. In diesem Safe mit den tollen Texturen rum, ja. Das meine ich eigentlich... Der guckt ihn schon wieder so pädophil an. Der kann auch nur pädophil gucken. Mann, Tom, ey, lass es doch mal. Du hast doch ein Kind, oder nicht? Und da kommt er. Und da kommt er. Teufel! Ja, ich hab's falsch betont. Ich hab's versaut. Schon erledigt, Chef. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Ja, genau. Ja, alles in Ordnung, sehr gut. Wir haben die Dokumente aufgehoben, nicht so wie manche Let's Player, die das Let's Played haben und die Dokumente hier vergessen haben, wie so Vollidioten. Aber wir wollen jetzt eigentlich gar nicht die erschießen da, sondern verschwinden, bevor uns die Putze sieht. Ja, so viel dazu. Da ist der Stadtrat. Wenn wir jetzt ganz schnell da rausrennen, könnten wir vielleicht... Ah! Ja, du sitzt da vor der... Ja, renn rein, mach die Tür eben schnell zu. Was machst du da eigentlich? Ach, da stell dich auch noch in den Weg wie so ein Vollidiot. Mann, ey, knack das Auto, du Idiot. Hab ich schon genug von dir. Mach das Auto auf. Schneller. Ich werde es versuchen, Chef. Ja. Ah! Könntest du mal ein bisschen schneller knacken? Ist das alles klar, Chef? Einsteigen! Jetzt steig ein, du Vollidiot. Jetzt,
Ich wette, jetzt zieht der mich da gleich noch raus. Ah, Mann, ey. Kann mich schon wieder aufregen hier. War mal wieder so ein intelligentes Wort von dem. Wir finden die sowieso. Steht direkt neben mir. Hä? Naja. Und wir haben es geschafft und raus hier. Oh, voll die unsichtbare Wand. Besuch bei reichen Leuten lädt. Mit 30, 1, 2, 3 Frames. Was ich mal wieder nicht ausblenden kann, weil ich das so intelligent auf die Informationstaste da... Oh ja, jetzt ist ausgeblendet. Setz mich zu Hause ab. Ich wohne auf der anderen Seite beim Stadion, fast dort, wo du mich abgeholt hast. Ja, sehr toll. Will ich jetzt auch wissen. Ja, wir fahren da oben am besten rum, dass wir da wieder so toll runterbrettern können. Wegen dieser intelligenten Straße. Also... Dieser Wagen ist auch so super und das meine ich jetzt so zum Teil ironisch, aber eigentlich ist er nämlich wirklich super, weil wir hätten ihn jetzt sonst erst in einer viel späteren Mission fahren können, in dem Wagen. Ja. Na gut, jetzt haben wir ihn hier schon und das ist toll. Das ist sehr toll und wenn wir hier jetzt einen Unfall bauen und tot sind, dann muss ich irgendwas umbringen, glaube ich. Wie wir hier runterrasen. Wow. Ja, was der da macht. Schaut euch den da hinten an, wie so ein Vollhaus. Ich darf das ja sogar. Ich habe da so eine spezielle Berechtigung zu, wie wir hier überhaupt runterkommen. Aber dass das sogar so ein doofer NPC hier macht. Blöde künstliche Intelligenz in diesem Spiel. Hui. Oh, über so ein Auto. Ja, der da. Der ist auch so intelligent. Ist bestimmt auch so Mafiosi. Ups, sorry. Schließlich mein Wort immer, die müssen aufpassen, wenn ich da lang bretter, wo die eigentlich lang laufen können. Ich weiß, das war viel zu kompliziert und viel zu unnötig, dass ich das jetzt überhaupt gesagt habe. Geschwindigkeitsüberschreitung. Dingeling. Nein, jetzt hat der PC schon wieder so einen Kack hier. Das kommt davon, wenn ich dann wieder mit meinem Tower aufnehme und wieder mich immer vollkommen umgewöhnen muss. Ja. Ja, so viel dazu. Voll das Déjà-vu. Wir sind hier schon mal lang gefahren, glaube ich. Ganz genau so. Und da war schon mal dieses doofe Geräusch. Ja, ja. Okay. Ach ja, was machen wir hier eigentlich? Gut, mal ein bisschen schneller fahren. Weil wir ja auch schließlich nicht so weit weg müssen. Und genau dahin, wo meine gefürchteten Bahnen sind, wie ich sie hasse. Erstens fahren sie mich immer um und zweitens ist die Sounddatei kaputt. Das macht dann immer so Dingeling. Vollkommen assi. Ja, egal. Ja, das ist dann so verzerrt und so viel zu laut und... ja. Gut, da müssen wir jetzt Salvatore absetzen. Meine ich damit. Da ist sie schon wieder. Ich glaube, ich fahre jetzt mal einen großen Bogen. Das geht nicht. Ich habe gerade schon wieder Dingeling gemacht. Ich wollte ihn eigentlich treffen. Naja, hier müssen wir ihn absetzen. Ich sagte, hier müssen wir ihn absetzen. Absetzen. Hier wohne ich. Vielen Dank. Ich hoffe, nächstes Mal wird's ruhiger. Heute habe ich mir fast in die Hose gemacht. Kann ich jetzt das nicht. Das hoffe ich auch. Ruh dich jetzt aus. Schaut euch mal an, wie er da jetzt. Nein! Geh doch nicht rein, du Assi! Schaut euch an, wie er in seine Haustür geht. Hui, er verschwindet im Nichts. Richtig cool gemacht. Wieder sowas, was ich liebe an diesem Spiel, ey. Das war jetzt nicht ironisch gemeint. Und da oben kommt eine Bahn, ich fahr andersrum. Naja. Gut. Eigentlich könnte ich den Weg jetzt auch cutten, aber das gehört ja zu dem Spiel. Cutten. Also den Weg cutten. Nicht den Weg kacken oder sowas. Wie das gewisse Leute verstehen können. Naja, wir fahren jetzt... Oh. Es ist schon wieder mal... Nee, es ist nicht meine Schuld. Ja, okay. Yeah.
Ich will nur noch 7 Leben und jetzt will ich auch noch festgenommen werden. Diese blöden Arschlöcher, die ins Knie. Oh, Setz mich zu Hause ab. Ich wohne auf der anderen Seite beim Stadion, fast dort, wo du mich abgeholt Deine Mutter wohnt an der anderen Seite vom Stadion. Wenn die überhaupt noch lebt. Oh. Ey, ich habe keine Lust mehr. Wir sehen uns bei Salieris Bar. Bis dann. Und ich habe nur noch 17 Leben. Bis dann.